Also ich habe heute schon gelernt, von Nerds sprechen wir alle überhaupt nicht, maximal von Audio-Enthusiasten. Und trotzdem bemerkt man, wenn man irgendwann so ein Rabbit Hole erreicht hat und dort sich mal reinarbeitet in dieses ja dann doch etwas spezielle Thema, dass man einfach als Mensch, der Ohren hat, sehr schnell Feuer fängt und sehr schnell was von dieser Faszination versteht, wenn man eben nicht nur mit einem Ohr physikalisch, sondern irgendwie mit dem ganzen Körper plötzlich feststellt, was analoge Technik, was Musik grundsätzlich aber analoges bedeutet. Er ruft uns und euch allen zu, wenn ihr das so empfindet, seid ihr nicht allein. Wir sind viele. Kommt doch zu uns. Herzlich willkommen von der Analog Audio Association. Der Vereinsvorsitzende ist da, Ingo Hamecher. Hallo Ingo. Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen. Habe ich richtig beschrieben, ne? Das ist etwas, das ist korrekt, ja. Was man nicht lernen muss. Da braucht man vielleicht auch kein Talent für. Das erfasst den Menschen. So einfach ist es. So einfach hat es bei mir auch angefangen. Ja? Und bei den meisten, die ich so kenne, die mit mir in dieser Geschichte sozialisiert worden sind, ne? Die dann irgendwann mal irgendwo den Plattenspieler gehört haben. Es muss gar nichts Besonderes gewesen sein. Bei mir war es ein Torrens, ich hoffe, das ist jetzt keine Schleichwerbung, den mein Schwager aufgebaut hatte. Eine Live-LP von Deep Purple, Made in Japan, 1972 ist die rausgekommen, gehört und gedacht, ui. Das ist was anderes. Funktioniert. Das ist richtig schön. Das ist schön. Da geht es gar nicht um technische Beurteilung. Man muss da kein Elektrotechniker oder Physiker oder sonst was sein. Das packt einen. Oder es packt einen auch nicht, das gibt es auch. Aber die meisten Leute empfinden die analoge Musikwiedergabe, ob jetzt Schallplatte oder Tonband, als schöner. Ich formuliere es immer so. Und können es gar nicht, wie unsere Ingenieure hier, die wir ja auch hier haben, Physiker, gar nicht so erklären, wo das herkommt. Man kann das technisch erklären. Also das maße ich mir jetzt nicht an. Da gibt es was mit Oberwellen und so weiter und so fort. Gibt es jede Menge Erklärungsansätze. Unser Ohr ist ja auch analog aufgebaut. Das sage ich immer. Ne? Also wir sind ja analog aufgebaut. Was Wunder. Und das passt dann zueinander. Mhm. Das harmoniert. Danke erstmal für deine Zeit. Diese AAA, die Analog Audio Association, das ist keine neue Erfindung. Das gibt es euch seit 35 Jahren. Das nächstes Jahr. Lange nächstes Jahr, 35 Jahre. Warum gibt es euch? Denn Musikgenuss ist ja etwas sehr Individuelles, Subjektives, kann ich auch in Einsamkeit sehr gut genießen. Ja, warum gibt es uns? Das ist eine berechtigte Frage, fragt man sich in der Tat. Die Vereinsgründer waren in der Tat Menschen, die gewerblich tätig waren in der Branche, also mit dem Verkauf von Tonabnehmern, Plattenspielern etc. etc. Und wenn man die 35 Jahre jetzt mal zurückrechnet, wo kommt man hin? In die Mitte der 80er. Mhm. Was war damals stark? Die CD, ne, die ja Anfang der 80er Jahre dann die Urstände gefeiert hat. Und man merkte, dass die CD, der LP, so langsam den Rang ablief. Herbert von Karajan hat, als die CD rauskam, gesagt, aber ich glaube, der war damals auch mit dem Sony-Chef, der da auch eine Rolle gespielt hat, eng verbandelt, hat gesagt, alles andere als CD ist Gaslicht. Aha. Und das wurde natürlich stark propagiert und es hatte ja auch was, ne? Kein Knacksen, kein Rauschen, kein gar nichts, sondern Musik gehört. Die schöne neue Welt. Richtig, die schöne neue Welt. Und diese schöne neue Welt lief der Schallplatte so langsam den Rang ab. Diejenigen, die was davon verstanden und die Ahnung hatten, haben gesagt, wir dürfen die Schallplatte und auch die analoge Aufnahme, nicht nur die Wiedergabe, auch die analoge Aufnahme, auch das Tonband nicht sterben lassen. Das müssen wir irgendwie retten, das müssen wir über die Zeit bringen. Und deswegen haben sich dann einige Getreue zusammengefunden und haben dann diesen Verein gegründet. Solche Geister, die so denken, gibt es auch bei völligem Quatsch. Also beispielsweise lange an Kutschen festhalten, wenn es noch Autos gibt. Mhm. Oder lange an Verbrennern festhalten, wenn also da will ich jetzt gar nicht zu politisch werden. Mal gucken, was in Zukunft noch so auf uns zukommt. Vielleicht ist E-Auto auch schon bald durch. Hat es dich auch überrascht, dass das, was damals bewahrt werden muss, heute so eine aktuelle Bewegung und ein Trend mit Wachstum ist? Wer was anderes sagen würde, würde wahrscheinlich lügen. Damit hat keiner gerechnet, glaube ich. Also Vinyl, analoge Musikwiedergabe, gab es immer, lief immer. Ja. Interessanterweise Menschen, die eigentlich mit uns als Audiophilen, ne, wir sind nicht nur Audiophile, aber ne, wir versuchen ja bestmöglich zu hören auf den ersten Geräten mit den tollsten Tonabnehmern und so weiter und so fort. Ich bin da ja auch von geschlagen.
die standen gar nicht vorne, sondern die Schallplatte und auch die analoge Musikwiedergabe ist ja in den Jahren danach erstmal aufrechterhalten worden von DJs international. Ja klar, stimmt. Die auf dem berühmt-berüchtigten, berüchtigt ist er gar nicht, ist ein cooler Plattenspieler, Technics SL1200 heißt er, glaube ich, ja, gescratcht haben, ne, und so weiter und so fort. Und die haben das aufrechterhalten. Und das ist jahrzehntelang gelaufen, das läuft auch heute noch. Mhm. Und dann kam irgendwie der Umschlag. Ich kann es bis heute nicht 100% erklären, woher es kommt, aber die Verkäufe an Schallplatten sind sehr stark. Die Steigerungsbeträge sind wesentlich höher als bei CDs. CD ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ausnahme ist vielleicht die ESA-CD, die sogenannte Super-Audio-CD, die auch in Japan nach wie vor sehr stark ist, wo auch entsprechende Geräte gebaut werden. Mhm. Aber die Entwicklung ist sehr gut und ich finde sie überraschend, aber ich finde sie schön. Wir können natürlich heute sagen, wir haben recht gehabt. Ne? Mhm. Aber das wollen wir uns gar nicht so auf die Fahnen schreiben, aber wir sagen, gut, dass es wieder gemacht wird. Und viele junge Leute hören Schallplatte, wobei wir auch das Phänomen haben, gerade bei jüngeren Leuten, die kaufen Schallplatten, haben aber gar kein Schallplattenspiel. Das Thema hatten wir schon. Das ist auch echt ein Phänomen. Gute Marketing, ja, dass zum Teil auch dasselbe Album in 4 Varianten erst ein schönes Bild an der Wand gibt. Mhm. Taylor Swift, liebe Grüße, ne? Mhm. Die erste Frau, die Millionärin wurde, nur durch Musik, ja, und eben nicht durch Parfums oder irgendwelche, ja, Kleidungsstücke. Ja. Aber auch das spielt natürlich eine Rolle, mhm, mit Musik, also, ja, in dem Sinne, ja, Cover schön sortieren, ja, genau, ohne Plattenspieler, ja, zu Hause zu haben. Wer schließt sich euch an? Was sind das für Menschen? Ja, also wir haben in der Tat dieses Jahr die Tausendergrenze überschritten, wow, also 1000 Mitglieder. Es scheiden natürlich auch welche aus. Wir sind, ich hasse diesen Begriff, aber, ja, alte weiße Männer mit Masse. Ich werde jetzt nächstes Jahr 60, gehöre dann fast noch zu den Jüngeren. Ja. Also viele verlieren wir auch durch physische Aufgabe der Existenz, wenn man das so nennt. schön gesagt. Ja. Aber es kommen auch welche dazu. Wer macht das? Das sind diejenigen, die das Hobby lieben, die Spaß daran haben. Jüngere Leute sind schwierig zu bekommen für den Verein. Das ist aber ein generelles Phänomen in unserer Zeit. Junge Menschen, aus welchen Gründen auch immer, schließen sich nicht in Vereinen zusammen oder schließen sich Vereinen an. Das gilt nicht nur hierfür, das gilt auch im Sport teilweise oder auch bei den Taubenzüchtern oder bei den Märklin-Eisenbahnfreunden. Ja, das aber interessant, die hätten alle einen gemeinsamen Nenner, dass es relativ kostspielige Hobbys sind, wenn man da erstmal tief reingeht. Ja, ne? Ja. Ja gut, unser Hobby kann man günstig betreiben. Ich komme da vielleicht, wenn ich gleich die 2 Minuten noch habe, nochmal kurz drauf. Ja. Man kann es natürlich auch immens teuer betreiben. Die Mitgliedschaft im Verein ist überschaubar. Für Jugendliche oder Studenten sind wir da irgendwo bei 48 Euro jetzt. Also das geht. Ne? Das ist 4 Euro pro Monat, wenn ich das richtig rechne. Mhm. Aber nein, die generelle Tendenz oder Neigung, sich irgendeinem Verein anzuschließen, die lässt nach. Das ist so meine Beobachtung. Sie mag falsch sein, aber generell ist das so. Und deswegen diskutieren wir eigentlich jedes Jahr, spätestens auf der Mitgliederversammlung, wie kriegen wir junge Menschen in den Verein. An das Hobby, ja, das schaffen wir mittlerweile. Wie gesagt, die Platte ist cool, ne, das hört man. Teilweise hören die Leute auch wieder Musikkassette, gibt es ja auch wieder Künstler, die das machen. Vereinsmäßig wird das ein bisschen schwieriger, weil das ist natürlich dann auch, Vereine haben immer so ein bisschen was Trockenes und Altmodisches heutzutage, glaube ich. Ne? Obwohl wir sehr lebendig sind und auch sehr viele Dinge tun, auch spannende Dinge tun. Was heißt denn lebendig sein? Was macht ihr denn so? Was bringt es mir auch, dem Verein anzugehören? Ja, was machen wir? Also, wir haben jede Menge Kooperationen zum Beispiel. Ich fange jetzt mal mit dem merkantilen Teil an. Wer bei uns im Verein Mitglied ist, der kann zum Beispiel bei der Firma JPC, ist einschlägig bekannt, Online-Dienst zum Kaufen von Schallplatten und anderen Medien, der kriegt über unseren Verein sage und schreibe 8%, was relativ viel ist. Mhm. Wir haben auch andere Unternehmungen, die sagen, bitteschön, diejenigen, die das tragen, die möchten wir irgendwie unterstützen, die bekommen eben schöne Rabatte. Mhm. Das ist also ein Punkt, das heißt, man hat einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn man in dem Hobby unterwegs ist und Schallplatten kaufen will oder sonstige Sachen. Dann haben wir eine wunderbare Messe, kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf, in Moers findet die jetzt statt, das sogenannte Analogforum, wo wir halt ausstellen lassen. Wichtig ist, dass in diesen HiFi-Geräten, die da ausgestellt werden, in HiFi-Ketten, die da ausgestellt werden, die Quelle immer eine analoge ist. Ob das jetzt ein Schallplattenspieler ist oder Tonbandgerät,
egal, mhm. aber damit wir unserem Namen gerecht werden, muss das natürlich da sein. Mhm. Und da kann man halt sich anschauen, was geht. Und wir machen das teilweise auch in relativ kleinen Räumlichkeiten, also 25, 30 Quadratmeter, mhm. Wo man dann auch sehen kann, ja, das passt vielleicht auch mit meiner häuslichen Umgebung, wo ich eine Anlage hinstellen kann und kann die da mir anhören und anschauen. Dann machen wir Workshops. Wir fahren zu Händlern, wir fahren zu Herstellern, schauen uns dort an, wie werden Plattenspieler hergestellt, wie werden Tonabnehmer hergestellt, wie entwickelt man sowas. Wir machen das, wir nennen das teilweise auch Werksbesichtigung. Ja, dann haben wir ein Forum online, das heißt auch Forum, wo sich sehr, sehr viele Menschen, die auch gar nicht zwingend in unserem Verein sind, auch nicht sein müssen, auseinandersetzen. Und Informationen finden können über analoge Technik, sich austauschen können. Also da machen wir schon das ein oder andere. Ich habe gesehen, auch ein großes Themenfeld, ne, allgemein. Mhm. Rundfunk habe ich auf eurer Seite gesehen, ist auch ein Unterpunkt, ist ja zu meinem Arbeitgeber. Mhm. Auf eurer Seite, da geht es sogar um mich. Hysterische Moderatoren spielen Hitlisten rauf und runter, deren Sound durch Optimod und ähnliche Prozessoren verhunzt wird. Doch noch gibt es Kultur- und Klassikprogramme der Öffentlich-Rechtlichen, mhm. höhere Ansprüche befriedigen mhm. und absolut hörenswert sind. Ja. Auch das ist ein Thema in eurem Verein. Auch das ist ein Thema im Verein. Also wie gesagt, das Forum, das Analogforum online, wird von unserem Verein getragen. Wir moderieren es auch. Die Themen selber kommen von den Leuten, von den Usern, wie das so schön heißt. Die werden da aufgebracht. Ja. Wir schauen immer, dass das nicht zu politisch wird. Das ist heutzutage ein schwieriger Punkt. Ja gut, politisch wird es dann schon, wenn jetzt Kürzungen anstehen, dann werden genau diese Sender betroffen. Das kommt dann auch. Kann man diskutieren. Ja. Also ich bin von Amts wegen Mitmoderator und muss mir das ein oder andere durchlesen. Ja. Ich lese das natürlich auch und da sind da hin und wieder auch politische Themen. Aber die Themen selber werden von den Usern vorgegeben. Ja. Es muss halt nur was im weitesten Sinne mit analoger Musikwiedergabe zu tun haben. Warum lohnt es sich, das mit anderen zu teilen, dieses Hobby, was ja dann in dem Moment, wo man es ausführt, ja doch ein einsames ist. Gut, das ist Angeln auch eigentlich, ne? Es gibt ja große Angel-Communities und trotzdem ist ja der Sport an sich dann ja. ruhiger. Also erstens mal stimmt es nicht ganz, weil wir uns doch hin und wieder treffen, fast schon regelmäßig. Einige, die sich dann kennengelernt haben, die sich dann auch mögen und ja. Die gleiche Interessen haben, wo man dann zum Beispiel ein Platten-Shootout macht. Das macht man nicht alleine, sondern das macht man mit 4, 5, 6 Leuten, je nachdem, was man an Räumlichkeiten zur Verfügung hat. Was ist ein Platten-Shootout? Ja, das erkläre ich jetzt ganz kurz. Ja. Wir nehmen mal als Beispiel Harry Belafonte Carnegie Hall. Ja. Die Platte ist im April 1959 aufgenommen worden, gilt als eine der audiophilen Scheiben. Und davon gibt es, ich weiß es gar nicht, 12, 13 Varianten. Jetzt ist die letzte rausgekommen, eine One-Step, wollen da nicht zu technisch werden, in Mono. Ja, spannend. Das gibt es auch als Band. Ja, und dann setzt man sich zusammen mit mehreren Leuten und macht zum Beispiel entweder ein Shootout mit den verschiedenen Schallplatten, die es gibt, in den verschiedenen Pressungen, also angefangen von der Originalpressung in den 60ern bis zu der Pressung 2024. Oder was man auch machen kann, man fängt an mit einem Streaming, dann hört man sich die CD an, die ESA-CD, dann die Originalplatte und dann das Tonband, um gemeinsam wahrzunehmen, wo sind denn da die Unterschiede. Also Shootout heißt im Grunde gemeinschaftliches Ausschlussverfahren. Man hört alle Bewertung. Varianten mhm. nacheinander genau. und sagt dann, was einem am besten gefallen hat, dann fallen ein paar hinten über. Ja, so. Und diskutiert das. Ne? Und dann vielleicht auch, warum hört sich die eine Platte besser an als die andere. Ja. Ich habe das selber auch schon mal gemacht mit nicht so eingeweihten Menschen, die sagen, ja, was du da machst, du hast ja Goldohr, das habe ich natürlich nicht. Mhm. Mit Pink Floyd The Wall, von der CD bis zur Bandkopie. Mhm. Wo die Leute sich wundern, na, warum hört sich die Bandkopie besser an als die CD. Ne? Und das kann man mit mehreren Leuten machen, dann ist das gar nicht mehr so einsam und ist das auch spannend. Ja. Oder unterschiedliche Kabel. Ne? Wenn man jetzt sich hier umschaut, ne, im Profibereich liegen immer Meter Kabel. Wir glauben ja manchmal daran, dass ein Meter Kabel in einem bestimmten Material einen Unterschied machen kann im Klang. Das Thema wollen wir nicht vertiefen, weil es ein sehr toxisches ist. Aber auch da setzen wir uns zusammen und versuchen, Unterschiede im Kabel zu hören, indem man unterschiedliche Kabel miteinander vergleicht. Und solche. Also nicht ganz so solo, wie man sich immer das vorstellt. Aber das Schöne ist, man kann es auch solo machen. Und wenn man das aufnimmt, dann ist so ein Verein oder auch so ein Forum immer natürlich noch dazu geeignet, einen Erfahrungsaustausch zu machen. Oder man findet mal raus, Mensch, da gibt es eine neue Pressung, das hätte ich vielleicht so gar nicht mitbekommen. Oder da gibt es einen neuen Schallplattenspieler oder dieses oder jenes. Darüber kann ich das natürlich erfahren, weil es da konzentriert ist. Ja, und es sich immer lohnt, mit ähnlich gesinnten Menschen zusammenzukommen, eine Gemeinschaft zu erleben. Ja.
Witzigerweise hatten wir dieses Thema grundsätzlich, das ging schon fast in die Richtung Vereine, Ehrenamt etc., dass wenn man dieses Gefühl, irgendwo dazu zu gehören, nicht mehr empfinden kann, dass dann auch Parteien und vielleicht auch dann und ganz sicher auch die falschen Parteien genau auf diese Menschen zukommen. Wird jetzt ab 60 plus, sagen wir, nicht mehr das große Thema sein, aber die Jugend beispielsweise, ist ja so ein Ding. Analogtage, das war dir nochmal wichtig, da Analogforum. Tage sind hier, Forum ist bei euch in Richtig, Nass. Genau. Kann da jeder hinkommen? Da kann jeder hinkommen. Es kostet lumpige 7 € Eintritt, was überschaubar ist angesichts dessen, was ich sehe, was sonst wo für wenig verlangt wird. Ich habe gerade, für wenig kann ich nicht sagen, aber ich habe gerade einen Tonarm für 15.000 € streicheln dürfen. Ja, mache ich gleich auch noch. Ich hoffe, der Kollege ist noch da von Clear Audio. Interessiert mich natürlich, habe ich sofort so ein Ohr bekommen. Ja. Also da kann jeder hinkommen, das ist eine öffentliche Messe. Das findet statt im Hotel Van der Valk in Moers. Mhm. Erstes Aprilwochenende, wenn ich die Daten richtig im Kopf habe, 5. 6. April. Wie gesagt, 35 Jahre, wir haben unsere Jubiläumsveranstaltung, 35 deswegen, weil 33 ein Drittel hätten wir natürlich feiern müssen, war aber Corona-bedingt noch nicht so sicher und 45 ja. RPM wäre ja das nächste, das ist uns zu weit weg, also haben wir 35 ist ja genommen. Und also wie gesagt, wir werden viele tolle Säle haben, wir machen Kooperationen mit Schweizer Kollegen, mit polnischen Kollegen, werden auch einen eigenen polnischen Raum da haben, einen Schweizer Raum, auch einen britischen Raum, wo also wirklich eine reine Kette aus diesen Ländern da steht. Mhm. Es wird tolle Konzerte geben, Live-Konzerte. Was wir auch machen, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, wir haben jetzt am 11.12. Dezember haben wir 2 Live-Sessions im Domizil in Dortmund. Ist eine Veranstaltungsgeschichte in Dortmund. Dort werden 2 Bands hintereinander spielen. Und zwar an jedem Tag spielt die Band einmal für sich das Programm 2-mal hintereinander, also ja. Tag 1, Tag 2. Und zwar ist das zum einen Zed Mitchell, das ist ein Künstlername, der Gitarrist, der dahinter steckt, ist in Europa ein Schwergewicht, nicht körperlich, körperlich ist Tom Fit, aber an der Gitarre ist er wirklich ein König. Der spielt da mit seiner Band und am nächsten Tag spielt da Jeremy Days, die Älteren unter uns werden sich erinnern, die hatten in den 90er Jahren schon mal so einen ersten guten Lauf, She's My Brand New Toy hieß, glaube ich, der Top-Hit von denen. Die sind jetzt sehr erfolgreich unterwegs mit einer Akustik-Konzertreihe. Wir könnten es vielleicht auch Unplugged nennen. Beide werden aufgenommen von uns analog. Beide werden dann auf Schallplatte gepresst, also analog, analog, analog. Mhm. Das gibt es auch als Band und das sind unsere Jubiläumsplatten und die werden dann im April, so Gott will, wenn alles gut läuft, auf unserer Messe dann vorgestellt und verkauft. Das klingt fast so gut wie das, also fast so gut wie das, was wir heute Abend vorhaben mit dem großen Konzert auf den Analogtagen. Ja, das haben wir beim Norbert vielleicht auch ein klein bisschen abgeschaut. Studiobauer. Wolltest du einmal erwähnt haben. Nee, alles gut. Das geht in die gleiche Richtung. Ja, das stimmt. Ich finde das toll, dass ihr euch da so für fasziniert. Mhm. Vielleicht, und das hast du ja auch gesagt, braucht es da gar kein goldenes Ohr, gibt es vielleicht auch gar nicht. Du sagst, irgendwann erfasst einen das. Vielleicht mal ein Tipp, hast du eine Platte, die wir allein schon dafür hören sollten, um Plattengenuss überhaupt mal vollständig zu verstehen. Irgendwas, wo man sagt, das habe ich bei einigen Menschen, die damit nichts zu tun haben, mal probiert und da hat sich was im Blick verändert. Ja, das ist natürlich insofern extrem schwierig, weil das auch ein bisschen vom Musikgeschmack abhängt. Ne? Ja, na klar. Deswegen, also die Frage zu beantworten, da würden wir, glaube ich, heute Abend noch hier sitzen und wir machen natürlich das schon mal. Du hast die Möglichkeit, nur noch 3 Schallplatten mit auf die Insel zu nehmen. Was ist das? Das ist unmöglich für mich zu beantworten. Ja, das ist wirklich grausig. Okay. Jetzt bin ich ein Fan von, was im Pop-Rock-Bereich abläuft, so von Progressive Rock. Das heißt Pink Floyd, Genesis, die alten Sachen wohlgemerkt, nicht die neueren Geschichten. Die epischen. Die epischen, genau. Also das Harry Belafonte-Konzert, was ich eben erwähnt habe, das würde ich jedem mal ans Ohr legen, nicht ans Herz, sondern ans Ohr legen. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Kann man auch erstmal streamen, wenn man jetzt erstmal sagt, ich will mir das mal anhören, was das überhaupt ist. Das ist wunderbar. Das Ganze fand in der Carnegie Hall statt. Man ist in der Carnegie Hall. Und die Technik, die die Jungs damals hatten, Ende der 50er Jahre, ist, wenn man hier die Kollegen fragt, die würden wahrscheinlich sagen, das ist Steinzeittechnik. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht, aber es ist eine fantastische Aufnahme. Mhm. Und jeder, der in der Branche drin ist, wird das bestätigen. Ansonsten, wie gesagt, da was vorzuschlagen. Was auch sehr schön ist im Jazzbereich ist Keith Jarrett, wir sind in Köln, das Cologne-Konzert, wo alle Vorzeichen eigentlich dagegen sprachen, dass das jemals eine vernünftige Aufnahme wird. Das ist ein Hammerding. Das Klavier ist verstimmt, aber der Tonmeister ist unser Tonmeister heute Abend.
Johannes Wohlleben. Also der wird das können. Der wird das können. Der wird das können. Und das ist eine Platte, also das ist für mich so eine Sonntagsmorgensplatte. Ne? Also ich wollte gerade fragen, das wäre die nächste Frage gewesen, auch schon so Richtung Abschluss, bei welchen Gelegenheiten du Musik hörst. Mhm. Also wenn ich es bewusst mache, ist es so, dass ich mich mit meiner Partnerin da hinsetze, ein Gläschen Rotwein aufmache, dann sitzen wir da in unseren Sesselchen, da werden Platten aufgelegt und dann hören wir dann. Und guck dann wie beim Fernsehen in dieselbe Richtung. Genau. Und schauen uns das Cover an, was steht da noch drauf und so weiter und so fort. Also wirklich ein sehr haptisches und analoges Erlebnis. Das mache ich sehr bewusst. Im klassischen Bereich höre ich sehr viel Mahler, Bruckner, also ganz andere Nummer. Mhm. Das mache ich dann eher auch alleine, weil da muss man sich reinhören in diese Musik. Mhm. Aber da kann ich mich auch hinsetzen und ohne weiteres zum Beispiel von Mahler die Symphonie Nummer 3, wo der sechste Satz alleine schon eine Symphonie ist. Das kann ich mir anhören. Ich mache das wirklich bewusst. Ich bin beruflich noch sehr eingespannt, aber die Zeit nehme ich mir dann. Die nehme ich auch teilweise sehr früh morgens. Ich höre aber auch, das darf ich glaube ich offiziell gar nicht sagen, digital über Streaming, wenn ich zum Beispiel koche. Ja. Ich koche ganz gern und so eine Schallplatte ist ja schnell abgespielt und dann willst du natürlich nicht mit dem Finger schnell. Also mache ich das dann mal verbotenerweise. Was heißt schnell abgespielt? Das heißt, du kochst aufwendig, wenn du diese Zeit benötigst. Ja, genau. Soll ja schmecken. Das ist schön. Ja, wenn ich jetzt, es macht unheimlich viel Spaß, dir zuzuhören. Wenn ich jetzt merke irgendwie, ach, das ist toll, ich habe die Partnerin nicht, die mit mir irgendwelche Cover anschaut, das fasziniert mich. Wie kann ich mich euch anschließen? Was muss ich mitbringen, abgesehen von den, sagen wir, ab 48 Euro im Jahr? Gar nichts. Einfach nur Spaß an der Musik. Und ich würde jedem sagen, also man kann sich bei uns melden. Wir haben Stammtische, die haben mit dem Verein gar nichts zu tun. Also bundesweit gibt es Stammtische, Analogstammtische. Ihr könnt bei uns fragen, wo ist so ein Stammtisch? Ich komme aus Köln. Es gibt einen Kölner Stammtisch, der trifft sich, glaube ich, sogar heute Abend, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einfach mal dahin gehen und die Verrückten im positiven Sinne mal kennenlernen, mit hier dann zwei Kölsch trinken oder in Düsseldorf drei Alt, wie auch immer. Und da einfach mal mit einsteigen oder auch auf das Forum kommen in Moers. Und wenn es einem packt, dann unterstützen wir auch. Um das vielleicht noch kurz zu sagen, wir haben jetzt seit einiger Zeit auf unserer Messe ein sogenanntes Jugendzimmer, wo ich gesagt habe, da steht eine Anlage, die darf nicht mehr als 1.000 Euro kosten. Also das heißt, ein Schallplattenspieler, ein Verstärker, zwei Lautsprecher. Wir sind bei 12,99, das liegt aber nur daran, weil der nette Mann ist, der Stefan Becker, der uns die Anlage stellt, auch seine Kabel noch zur Verfügung stellt, die will er natürlich auch im Disposal haben und die sind ein klein bisschen teurer. Okay. Wenn man die jetzt durch andere ersetzen würde, käme man sogar auf diesen Preis. Okay. Und dieses Jugendzimmer wird sehr, sehr, sehr gut angenommen und nicht nur von Jugendlichen und die Anlage, die hier steht, wird auch angenommen. Ja. Also man kann diese Musik auch genießen, ohne da jetzt direkt Tausende von Euros auszugeben. Man kann es aber auch anders machen. Das ist wahr. Wie der Norbert und alle anderen, wenn wir in München zum Beispiel auf der Hallen sind, immer wieder sehen können. Ja, also absolut. Kann auch siebenstellig werden ohne weiteres. Ja. In der Tat. Und viele dieser, ich sag mal, Love Brands sind ja heute auch hier im Rahmen der Analogtage. Die Analog Audio Association haben wir kennengelernt. Die Interessenvertretung, kann man sagen, der Liebhaberinnen und Liebhaber. Es könnten mehr Liebhaberinnen werden. Ist ein männliches Thema, hast du gesagt? Woran liegt das eigentlich? Ein männliches Thema. Das ist eine gute Frage. Aber wir haben auch in der Branche einige Überzeugungstäterinnen, wenn ich die Daniela Manger hier mal erwähnen darf. Und es gibt durchaus Damen, die sowohl im Herstellerbereich tätig sind, auch auf der Vertriebsseite tätig sind. Aber im Endeffekt könnten es schon ein paar mehr sein, weil, wenn ich das auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sehe, Spaß daran haben schon viele. Aber für viele Frauen, Damen, Mädchen, Lautsprecher etc. pp. Sind natürlich auch sehr technische Dinge. Ne? Das muss einen auch irgendwie anmachen. Und da ist manchmal vielleicht die Affinität nicht gegeben. Das ist jetzt schon fast wahrscheinlich wieder sexistisch. Wahrscheinlich schon wieder zu viel. Ja. Aber zumindest ein riesiges Thema. Ja. Ein riesiges Thema, an das wir jetzt um es einzufangen, gesamtgesellschaftlich mal ran müssen. Mhm. Denn natürlich ist die Faszination bei Frauen genauso. Ne? Ja. Genauso da. Der Zugang ist manchmal nicht so da, dann kriegt man irgendwie plötzlich die falschen Spielzeuge in die Hand. Aber das sind wir. Die hören auch viel besser als wir. Ist es so? Es ist so. Also auch wenn wir Kabel vergleichen, so, die hören viel besser. Ganz anders als wir. Also insofern bin ich immer froh, wenn viele Damen dabei sind. Also wunderbar. Das Einzige, wo es dann ein bisschen schwieriger wird, wir können uns an Lautsprechern ergötzen, die absolut technisch aussehen. Da sagen die auch, die sind aber nicht schön. Ja. So, ne? Und wenn die da mitentscheiden, dann spielt dann die Optik manchmal mehr die Rolle als die Akustik. Aber vom Hören her sind die uns teilweise überlegen. Das ist wirklich meine Überzeugung. Ingo Hamecher, Dankeschön für deine Zeit. Alles Gute. Ja, bis bald. Und alle weiteren Themen, inklusive das fantastische Konzert, jetzt wie aus berufenem Munde gehört, perfekt geeignetem Tonmeister heute Abend, gibt es natürlich auch auf konzerte.analogtage.de. Ja.